Imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! Nice! Nice! Look at me like I'm a piece of shit! Bonjour, moi. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some dickheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Shut up, Roman. Roman, shut up! Shut up! Shut up, Roman! Shut up! That's it! Roman, shut up! Fuck! Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman! Roman! Go! 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 I'll take care of him. Fuck! Ohne Scheiß, GTA ist besser als Filme. Ohne Witz. Das Spiel ist einfach nur göttlich. Ich meine, ja, das ist einfach nur göttlich. Na ja, komm, dich interessiert das Scheiß, dass ich mir hier gerade ein Auto klaue. Ich brauche ein fucking Polizeiauto. Okay, Bitch. Beispielsweise dich da vorne. Ja, 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 hast du wunderschön gemacht. Für wen seid ihr denn hier gerade am Start? You know what? I don't give a damn! I take your car! Huch! Tadum! So, Dimitri. I have the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you. And your cousin. Not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Finde Vans und winke sie raus, bevor sie ihr Ziel erreichen. Ja, das versuchen wir doch mal. Hier auf diesen hochauflösenden Straßen. Oh, was haben wir denn hier Feines? Eine Achterbahn. I like it. Achterbahnen sind einfach nur awesome. Es gibt ja Leute, denen wird schlecht dabei. Aber nee, auf keinen Fall. Achterbahnen sind einfach nur geil. Das Einzige, was ich bisher auf einem Freizeitpark wirklich hatte, was ich persönlich auch ein bisschen zu viel fand, also wo ich tatsächlich drauf war, aber was ich schon ein bisschen sehr krass fand, war so ein freier Fall. Wo man wirklich so sich reinsetzt, nach oben fährt und dann einfach fallen gelassen wird. Das war so übertrieben krass. Ach, hammeröde. Es aber gibt auch geil, so Freizeitparks sind teilweise sehr geil. Das letzte Mal, als ich auf einer Achterbahn war, ist schon ein bisschen her, ehrlich gesagt. Ich war schon lange nicht mehr im Freizeitpark. Fuck, ich muss zum Freizeitpark fahren. Mal wieder. Auf jeden Fall wurde da einfach mal vergessen, Brillen einzusammeln, was ja eigentlich passiert vor einer Achterbahnfahrt. Ja, da war ich ein bisschen verwirrt. Und da habe ich meine Brille einfach mal in meine Hemdtasche gepackt. Und da ist die Gott sei Dank auch drin geblieben. Weil, naja, mit Brille Achterbahn fahren ist natürlich so eine Sache. Kann schon mal schnell in die Hose gehen, weil sowas, vor allem wenn es halt in Loopings geht oder in irgendwelche Rollen, dann verabschiedet sich sowas schon mal relativ zügig. Aber ich liebe Achterbahnfahren, ich liebe generell so Freizeitparks, ich hab da so viel Spaß. Fuck ey, ich war schon ewig nicht mehr beim Freizeitpark. Get out with no funny business. I wouldn't do this. Kenny Petrovic is looking after this truck. What you got back there? TVs? Show me. This is a big screw-up. Wrong move, asshole! Ah!
So, perfekt. Dann haben wir ihn ja schon direkt gefunden. Ich wollte vorhin schon erst weiter geradeaus fahren, aber das wäre selbstverständlich ein Fehler gewesen. Deswegen, wieso habe ich überhaupt die Bullerei angelockt? Hier ist kein Schwanz in direkter Nähe. Ach, guck mal, direkt auf Radio Walker drauf. Perfekt. Ja, ihr behinderten Bulleristen, ihr könnt mich mal. Ich glaube, ich habe letztens im Livestream von Gronkh und Sarazar, also hier dieses Let's Play Together, ist ja auch auf meinem Video, genauso wie unser HVZ, erfahren, dass Wichtelmann ein Wort ist, der verboten ist, weil so gerne schon mal Polizisten genannt werden, und zwar im negativen Sinne. Wichtelmann. Ich habe das noch nie gehört und ich weiß nicht, inwiefern das der Realität entspricht. Und ich bin mir gerade auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, dass sie das im Livestream erwähnt haben, beziehungsweise in der Live-Show. Ah, so viel Unsicherheit. Aber ich finde es einfach nur geil, Wichtelmann. Ich würde ja unheimlich gerne mal einen Freund und Helfer Wichtelmann nennen, aber dafür habe ich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Schiss. Vor allem, weil Polizisten bisher bei mir im Leben tatsächlich nur dazu gut waren, gegenüber mir nett zu sein und mir zu helfen. Ohne Witz. Also die hätten schon das eine oder andere Mal mich richtig hart ficken können. Aber sie haben sich dagegen entschieden und waren einfach nur nett. Und ja, deswegen Polizisten sind geil. Ich hab überhaupt nichts gegen Polizisten. So, das haben wir erledigt. Tut mir leid, aber du hast gerade so ein schickes rotes Auto. Es grinst mich an. Rufen wir doch mal Dimitri an. Ja, so wie sieht er aus mit Roman eigentlich? Oh! Ah, cool, Schuss. Na, erstmal Roman anrufen, würde ich sagen, oder? Telefonbuch. Roman, are you all right? I was just shot in the stomach. Ach, shit, he's on, bitch. And stitched up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. Ja, mit den Erwachsenenwindeln, das habe ich jetzt mal eiskalt überhört. Wir haben einen neuen Auftraggeber. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass das mit Little Jacob so schnell vorbei war. Eigentlich mochte ich den. Eigentlich könnte ich den mal anrufen. Wobei, eigentlich ist mein Getränk schon wieder leer. Ärgert mich gerade ein bisschen. Deswegen, kurze Pause, bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Ich muss sagen, ich habe das gar nicht mehr so krasse Erinnerungen. Aber uns wurden beispielsweise, worauf ich ja eigentlich die ganze Zeit warte, sind ja Waffengeschäfte. Und die wurden uns immer noch nicht vorgestellt. Ich meine, wir spielen jetzt, keine Ahnung, 2-3 Viertelstunde oder so. Whee! Und, naja, wir haben immer noch eine fucking Pistole. Gut, wir haben auch eine Shotgun, weil wir die einem Gegner abgenommen haben. Aber davon geht uns die Muni auch so langsam aber sicher aus. Uns werden immer noch in den Missionen einzelne Spielmechaniken vorgestellt. Deswegen mache ich jetzt gerade einfach noch nicht so viel Bullshit, was durchaus noch kommen wird. Keine Sorge. Da müsst ihr euch echt keine Sorge machen, weil in dem Spiel kann man Bullshit ohne Ende machen. Da mag ich übrigens gerade auch sehr, sehr gerne, was da läuft. Das wird auch passieren. Aber eben noch nicht so früh am Start. Tut mich sorry. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich bin immer noch am ersten Aufnahmeabend. Ich habe keine Ahnung, wie ihr auf das Projekt überhaupt reagiert habt, weil es ja schon ein bisschen komplizierteres Projekt, weil sehr viel geredet wird, auch Englisch, und ich da nichts sagen kann. Und so weiter und so fort, deswegen. Ich kann leider noch gar nicht auf eure Kommentare reagieren. Aktuell. Tut mich sorry. Weihnachten ist schuld. I'm the Grinch. I hate Christmas. Nein, ich liebe Weihnachten ohne Ende. Endlich mal wieder Familie, endlich mal wieder richtig gut essen, endlich mal wieder Spaß und Gechilltheit, und man hat wirklich mal einen freien Tag und muss wirklich nichts machen. Gut, ich muss in die Kirche, aufgrund meiner Eltern, beziehungsweise meiner Mutter, aber damit kann ich leben. Einmal im Jahr kann man von mir aus auch mal in die Kirche gehen, auch wenn ich die nicht mag. Why?
Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. Schon wieder so ein Kokser, es ist unfassbar in diesem Spiel. Jeder kokst, säuft. Ja, you are a fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Der Typ hat eine scheiß Frisur, aber er scheint der Einzige zu sein, der ein bisschen Plan hat. So I can be like you, Mr. Barbiturate. Always so fucked up on painkillers. You don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too blah, much blah, attention blah, blah, will be blah. Dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. Yeah. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. Ja, noch mehr Drogen. I said, get out of my sight! Es scheint da Differenzen in der Partnerschaft zu geben. So ist das bei uns im Team Pizmeet auch. Wir schreien uns immer gegenseitig an und dann umarmen wir uns und sagen, wir lieben dich. Nein, natürlich nicht. Irgendwie schreien wir uns nie an. This guy been making porno in his basement, and he didn't cut Mikhail in. Least he could have done is send over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Ja, mit Erotikfilmen im Netz kann man Geld machen durchaus, kann einem allerdings auch hart in den Arsch beißen. Wenn man beispielsweise jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest gesehen hat bei den YouPorn-Mitmacher, der Deutscher ist. Da gab es aktuell ein paar Berichte in den Medien, die besagten, dass es da durchaus Schwierigkeiten gibt. Und naja. Ich hab's ehrlich gesagt nicht so genau verfolgt. Der geht schon auch auf YouPorn. Weißt du, wenn ich ein Porno gucken will, dann gehe ich in eine Videothek und leih mir eins aus. Weil ich 1995 lebe. Where's your boss? What do you mean? He's, in the back? No, he's... You better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that,
I'd say this weren't worth transferring a DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. We ain't making that much cash. Is that... Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can push in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Hey, man! All right, already. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of...